Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video gucken wir uns dieses besondere Model Y einmal an. Mit dabei ist Basti von der Delta Offroad Company und wir sind hier beim 45. Conti Tuner Tag. Und Basti, was habt ihr hier gemacht? Was ist das? Ja, das ist das Model Y Performance, aber ich glaube, zu dem Fahrzeug kannst du wahrscheinlich mehr erzählen. Ich jetzt einfach mal so zu den Umbauten. Und zwar haben wir den oben 35 mm höher gelegt. Im Grunde ist das Fahrwerk das komplett gleiche wie serienmäßig, aber im Endeffekt haben wir so 35 mm Aluminiumdistanzen auf die Fahrwerkskomponenten gesteckt. Und beim Tesla ist es wirklich das Besondere, dass der wirklich um 35 mm höher kommt. Das heißt, selbst wenn man nicht wie wir größere Reifen montiert, kommt der trotzdem 35 mm höher, auch an der Bodenfreiheit. Wir haben trotzdem ein bisschen größere Reifen montiert. In dem Fall ist es unsere Classic B-Felge. Das ist eigentlich so die beliebteste Felge. Die ist sehr cool. Also die verkauft ihr jetzt nicht nur fürs Tesla, sondern die bietet ihr auch für... Nein, die bieten wir für viele, also für fast alle Fahrzeuge an. Das Gute ist, dass wir ein eigenes CNC-Zentrum haben. Das heißt, wir können die Felgen selber bohren und anfertigen und sind da sehr flexibel. Und die ist aber nicht besonders aerodynamisch getestet, sondern es ist einfach euer Design, das ihr so geschlossen habt. Also unser Design, genau. Das Schöne ist daran, dass man diesen Ring abmontieren kann. Wir arbeiten derzeit, beziehungsweise wir haben schon eine Felge, auch für die Elektrofahrzeuge, ist aber alles noch in den Kinderschuhen, die halt ganz besonders leicht sein soll und halt auch wirklich aerodynamisch gebaut sein soll. Aber das ist in dem Fall, beziehungsweise dem ganzen Konzept, ist das einfach außen vor. Okay. Genau. Welchen Reifen habt ihr hier drauf? Das ist der Continental ATR-Reifen. Das ist so der, ich würde sagen, der gröbste Reifen von Continental. Natürlich für Conti Tuning Tag wollten wir auf jeden Fall mit Contis anreisen. Und sind gut, die Reifen. Sind auch auf der Straße gut. Bisschen Profil hast du auf jeden Fall. Ja, da habe ich einiges auf der Straße verloren, ja. Wir haben ja auch so eine kleine Strecke. Werdet ihr am Ende sehen, wir geben noch richtig Gas mit ihm. Oder Basti gibt richtig Gas. Okay. Ich hab meinen Helm vergessen. Ja, ich bin echt ein Scheißfahrer. Aber die haben relativ gut gehalten, muss ich sagen. Und es sind jetzt ja keine Elektroauto-Reifen, sondern ihr verbaut quasi dieselben Reifen jetzt beim Elektroauto wie auch beim Verbrenner. Das richtig, genau, ja. Ist auch, glaube ich, so. Also was ich jetzt bei Conti rausgehört habe, ist, dass einfach ne, die Ansprüche für einen Verbrennerreifen sind ja quasi dasselbe, gerade auch bei Offroad dasselbe wie für ein Elektroauto. Ne? Also klar, Elektroauto tendenziell mal ein bisschen schwerer. Ja. Aber trotzdem sind ja auch Verbrenner über die Jahre immer schwerer geworden. Das heißt, es macht keinen Sinn, extra Elektroautoreifen zu entwickeln. Und dann vorne habt ihr, ich kenne die immer, also in Schweden sind die, glaube ich, sogar Pflicht oder sowas, ne? In Skandinavien oder irgendwo? Kann ich jetzt gar nicht sagen, aber auf jeden Fall sind sie mega hilfreich. Die sind jetzt als extra Schalter gekoppelt, könnte man auch mit dem Fernlicht koppeln. Aber die machen auf jeden Fall die Nacht wirklich zum Tag. Das heißt, ihr habt hier in der Stoßstange wirklich diese genau, Löcher reingebohrt? Ja, das hat unser Kollege hier aus der Werkstatt, hat das wunderbar gelöst, hat im Endeffekt hier diese Löcher gebohrt und haben halt eben diese Scheinwerfer eingesetzt. Das sind so Kappen, die könnte man theoretisch auch runter machen. Aber ich finde das Pia-Logo halt ganz cool. Wir arbeiten mit denen schon seit Jahrzehnten zusammen. Und ich find's cooler. So sieht es mir ein bisschen zu oldschool aus. Ja, yeah. Schöne Folierung. Habt ihr... Ja, haben wir ein großes Dankeschön an Conti. Könnten wir ihr Pferd da mal unterbringen. Ich liebe dieses Logo. Das sieht sehr, also auch das Schwarz sieht wirklich und ist halt passend, ne? Ja, ist halt nicht so clean jetzt wie die anderen Fahrzeuge hier. Ist halt einfach ja, ein bisschen gröber, offroadiger. Ja. Ja, aber. Und dann habt ihr Spurverbreitung habt ihr. Der hat auch Spurverbreitung. Steht noch weiter raus, ne? Ja, also der hat Spurverbreitung, 30 und? mm und Radabdeckungen. Ja. Das heißt, wir haben das auch schon alles getestet. Das heißt, eigentlich ja, doch genauso wie er da steht, haben wir für alles schon Gutachten. Die machen das Fahrzeug um 30 mm breiter pro Seite. Und ja, müssen lackiert werden, aber es ist wirklich ein toller Werkstoff. Also aber die sind draufgeklebt, ne? Es ist nicht, dass man jetzt an die Karosse rangeht und da was absägt. Die sind draufgeklebt, ne? Also okay. An der Karosse muss man nicht sägen. Und ja, wie gesagt, wir haben auch die Fahrwerksfestigkeit. Wir sind jetzt mit der Radreifenkombination ungefähr bei ET0 und haben schon alles homologiert. Und dann darüber müssen wir reden. Wie wirkt sich das auf den Verbrauch aus? ich sag's ehrlich, ist halt eher Show. Ist ein Showauto, keine Frage. Ist vielleicht ein Konzept auch. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Aber was ich so merke, ist schon, dass es schon einiges an Reichweite natürlich nimmt. Auf jeden Fall deutlich mehr als jetzt die Reifen. Aber ich habe es auch während der Fahrt draufgelassen, bin ehrlich. Auch wenn mir das vielleicht ein Ladestopp mehr gekostet hat. Aber ich finde es halt, sieht so cool aus. Es ist super auffällig und sieht mega, auf jeden Fall. Auch oben dann nochmal ein Scheinwerfer drauf. 40 die Zoll. Die Leiste hier, ne? Leitbar, genau. Das ist die neueste Generation von Pia. Und habt ihr drinnen einen Schalter oder wie gehen die an? Ja, kann ich dir zeigen, wenn du willst. Hier haben wir zwei Schalter. Ach, hier an der Seite. Ich weiß nicht, ob die jetzt sofort angehen. Ja, doch. Gehen ja. Also vorne gehen sie auch an, theoretisch, wenn die Kappe nicht drauf wäre, aber... Ja, okay, die leuchten auch. Ja. Ist alles angeschlossen. Und ja, theoretisch, also es gibt bestimmt Leute, die sowas auch als hilfreich erachten. Vielleicht jemand, der es nicht die großen Strecken hinter sich bringen will, aber theoretisch ein Jäger oder ein Förster,
der könnte sowas schon brauchen. Kann man halt auch Sachen deponieren, die man jetzt nicht im Auto haben will. Gummistiefel, sowas, nasse Sachen. Das sind Rockslider, heißen diese orangenen Teile. Das, wenn man stecken bleibt? Ja, ja, komm, komm, komm. Also, das sollte doch gehen. Ja, sieht gut aus. Komm, komm, komm. Schwung beibehalten. Gut. Bleib da. Gib Gas. Gas, 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 genau. Schwung hoch. So funktionieren also die Dinger. Das war ungeplant. Leider ist der Wagen hier stecken geblieben. Aber so funktioniert das und offensichtlich auch echt ziemlich gut. Also, wenn ihr Offroad fahrt, dann solltet ihr euch das mal angucken. Und ja, ich finde, die sehen mega aus. Dieses Orange, das ist so dieser, ich finde, dieser Beach-Look irgendwie. Ja, 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 als du es zum ersten Mal ankamst, dachte ich so, okay, Surfboard oder sowas. Ja, ja, ja. Das wäre nochmal ein ganz anderer Look, der mega nice wäre. Also, wenn man wirklich stecken bleibt, dann klebt man die einfach unter die Reifen, vorne oder hinten, und dann kommt man echt einfacher raus. Und ja, das sind jetzt wirklich die besten, die es überhaupt gibt. Das sind Maxtrax, das ist eigentlich so eine eigene Marke. Also viele gibt es gar nicht, viele Leute, die sagen gar nicht Rockslider dazu, sondern die sagen meine Maxtrax. Okay. Wenn du stecken bleibst, dann schiebst du die vor den Reifen. Unter den Reifen, genau, dann hat er einfach nochmal mehr Grip und dann zieht er sich hier rein an diesen Punkten hier. Und okay, das ist eine tolle Sache, ja, genau. Montieren wir ja ganz oft mittlerweile. Also wir machen ja oft so mit Dachträgern was, einfach weil es geil ausschaut, weil es einfach nur Auto nochmal höher kommt. Wir wollen den Leuten ja ein bisschen was bieten auf unser Messen. Und das Wichtigste und ist hinten natürlich. Die Schaufel. Genau, der Spaten. Braucht ihr aber, ihr müsst unbedingt eine Cyberschaufel bekommen. Eine Cyberschaufel? Eine Cyberschaufel. Aber das sieht auch sehr cool aus von hinten. Ja, vielen Dank. Nee, wir sind mal stolz drauf. Das ist jetzt, im Endeffekt war Tesla so der Einstieg für uns jetzt in die Elektromobilität. Wir haben damals mit dem Model X angefangen. Da haben wir so richtige MT-Reifen drauf gemacht. Da sind wir auch so ein bisschen viral gegangen. Aber so richtig ging es dann mit Model 3 los. Im Endeffekt die Höherlegung vom Model 3 konnten wir auch für das Model Y mehr oder weniger übernehmen. Auch Model 3 höher gelegt? Ja, genau. Also wir haben Model 3 auch höher gelegt, genau, auch um 35 mm und hatten auch AT-Reifen drauf in 18 Zoll. Problem war bloß, da war es schwierig, AT-Reifen zu finden. AT-Reifen gibt es halt erst so ab bestimmten Größen und wir mussten beim Model 3 auf 18 Zoll gehen. Und bei Model 3 oder Tesla allgemein hat so eine Bauart, dass die im Endeffekt vorne diese Achsschenkel immer direkt über dem Reifen ist. Okay. Bei Model 3 war das ganz schwierig, da einen größeren Reifen drunter zu bauen. Aber ihr habt es geschafft? Wir haben es geschafft, allerdings mussten wir da extra aus den USA einen Reifen einfliegen lassen. Aber wir haben es geschafft, ja. Sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, wir springen jetzt mal rein und drehen hier eine Runde. Das wird ziemlich witzig. Okay, ja, okay. Ja, was ist los? Nee, wie viel Zentimeter noch höher? 3,5? Ich kann eine richtige Lichthupe geben mit meinem Scheinwerfer. Ja. Lass ihn ruhig ein bisschen Abstand. Ich hab meinen Helm vergessen. Okay. Ja. Okay. Ja. Du müsstest halt wirklich einfach Shortcuts nehmen hier durch Offroad. Ich könnte es machen, Mann. Ich bin echt ein Scheißbeifahrer. Es sah gar nicht so schnell aus, als wir das von draußen. Der Struggling dann schon, wenn ich ein bisschen schneller fahre, weißt du? Liegt sie aber, also man merkt ja, wie er nochmal. Ich will da nichts riskieren. Deutlich mehr sich neigt. Ja, guckst und lass. Du fliegst. Darfst du nicht eben links? Das Ziel ist, dass die Reifen komplett runter sind. Ja, okay. Dass ich so Drag-Reifen habe. Jetzt muss er nämlich gleich mit Offroad fahren. Yes, so sieht's aus. Geil. Warum bist du viel schneller auf einmal? Ja. Das war jetzt aber hart, Mann. Scheiße. Guck mal, da merkt man richtig, da haben die Reifen dann richtig funktioniert. Komm mal rein, ne? Ja. Ich hab's aber leer geht. Ich hab's nicht selbst gefahren, aber ich schwitze auf jeden Fall. Ja, ich schwitze auch. Also, es ist gut gemacht. Du hast aber 8% verbraucht. Das heißt, du kannst noch nicht mehr viel fahren. Genau 7-mal fahren. Dann bist du bei 0. 7 Runden oder 7-mal? 7-mal. Ja, 7-mal ist okay. Ja. 20 wird er langsam auf 20%. Ich brauche... Warte, lass uns aufsteigen. Okay. Du hast die Klimaaktivierung hast du auch schon runtergestellt. Also in den letzten 10 Kilometern hattest du einen Verbrauch von 35,3 Kilowattstunden. Das ist gut. Und davor... Naja, davor geht es eigentlich so. Ich hätte bei den Aufbauten gedacht, dass du deutlich. Ich glaube, es ist relativ normal, oder? Weil ich glaube schon, dass es natürlich relativ viel wegen den Reifen. Und naja, ich weiß halt nicht, wie schnell du hier gefahren bist, ne?
Aber 120. Also, 120. Ich habe Tempomat 120 gemacht. Kann man da mehr ja, sehen? Gut, dann mehr bist kann man du, nicht sehen, oder? Nee, mehr kannst du nicht sehen. Aber dann bist du ja, guck mal, das ist die 40er-Linie. Dann bist du so bei 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Insgesamt war der Durchschnittsverbrauch jetzt auf den 8.891 Kilometer bei 25,6. Aber habt ihr den von Anfang an so gehabt? Den haben wir schon ewig so. Ewig so? Ewig so. Naja, aber gut, dann ist es nur, also ist viel. Mhm. Aber noch okay. Ist noch okay, ja. Also es ist wirklich, ne, gut, ihr seid vielleicht auch jetzt im Winter gefahren, das so ein bisschen. Ja, wir machen ja, ja, wir machen ja auch viel, weißt du, extrem und so, ne? Und dann beschleunigen und so weiter, beschleunigen ohne ja, Ende. Okay. Ja, cool, aber krass. Gut gefahren, geiles Auto, würde ich sagen. Also, finde ich wirklich sehr spannend. Das ist ärgerlich, dass wir nicht auf einer Offroad hier können. Mhm. Aber gut, vielleicht beim nächsten Mal. Vielen Dank auf jeden Fall. Danke für die Mitfahrt, danke für euer Vertrauen, hat Spaß gemacht. Ja, hast du dir verdient, das ja. Vertrauen. Sehr gut gefahren. Vielen lieben Dank. Dann viel Spaß euch noch, ne? Bis danke zum nächsten auch. Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.